Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Und ihr seht, ich sitze mal wieder im ProGhetto 65. Bin jetzt hier auf Malinowka gelandet. Das Ganze ohne Lights mit zwei Adis. Und eigentlich ansonsten relativ entspanntes Matchmaking. Wir sehen, es gibt relativ wenig Mates dementsprechend. Also und dadurch, dass es halt auch kein Light gibt, sollten jetzt hier tatsächlich die Mates auch ein bisschen den Spot bringen. Die Batshirt macht da schon mal richtig ein auf Jana. Der ging mal sonst wohin, der Schuss. Ich sitze jetzt hier relativ entspannt. Ich kann alles, was sozusagen... Oh, der war nett. Alles, was jetzt hier nach vorne kommen sollte, ne? Nehmen wir da noch einen rein? Natürlich nicht. Jetzt bin ich wieder leer, ne? Also alles, was mir jetzt hier entgegenkommen sollte. Normalerweise die Position ja hier sehr gerne angespielt. Würde ich halt jetzt hier vorzeitig... Outspotten, also alles, was sozusagen hier diesen Hügel erreicht. Ich sitze auch mit Absicht so, dass ich auch das hier spotten kann. Aber dadurch, dass jetzt hier der, was war es, der Konzept genau nach hinten gefahren ist, das hat mir jetzt hier gezeigt, dass man sich tatsächlich jetzt schon nach vorne bewegen kann. Ihr seht, ich sage jetzt mal eher doch ziemlich genau zwei Drittel des Teams befindet sich auf dem Weg nach oben auf den Hill. Vom Gegner ist gerade mal ungefähr die Hälfte gespottet. Das ändern wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen. Hab jetzt hier eine richtig extra, also wirklich eine super aggressive Position eingenommen. Mit ProGhetto, ich habe jetzt hier, ich glaube, 10er ProGhetto, so um die 40 Tarnwert. 39, glaube ich. 37, irgendwie so müssten es sein. Kann man machen. Für mich ist immer. Die Regel sozusagen, alles was über 30 Tarnwert hat, kann sowas hier machen, aus meiner Sicht. Ne, der hat genug Tarnwert, um tatsächlich auch sich hinterm Busch bewegen zu können, wenn die Gegner so semi-nah sind, so wie Leos, ne, hier so. Die sind ja doch relativ nah. Ich werde jetzt auch einen Teufel tun und schießen. Das ist das gleiche Prinzip, als würde man Light spielen. Für mich auch so eine Art Faustregel. Wenn ihr spotten wollt, dann spottet und schießt nicht. Ne? Dementsprechend natürlich, manchmal, ihr seht es ja in den Videos, manchmal schieße ich tatsächlich auch, wenn ich der Meinung bin, dass halt nichts mehr sozusagen mich spotten kann. Wir können ja einmal hier auf die rechte Seite gucken. Ist jetzt hier auch sozusagen so der Hauptgrund, warum ich hier dieses Replay zeige. Das Ergebnis ist jetzt nicht sonderlich, kann ich schon mal vorwegnehmen. Die zweite Runde wird besser. Aber ich wollte euch halt einmal so zeigen, dass man halt doch relativ aggro zocken kann, auch auf so einer Map, besonders wenn es halt keine Lights gibt oder halt gerade weil es halt keine Lights gibt, sind nun mal die Mates hier in, die müssen halt spotten gehen. Und so ein 10er ProGhetto, der kann das halt auch wunderbar. Wir können ja jetzt hier nochmal ganz kurz, genau, ich wollte es rechts sagen, wir sehen hier, bis auf den FV ist alles auf, wenn man mal die Artis außen vor nimmt. Und die Minimap sagt mir, dass die Maus hier als einzige auf der rechten Seite sitzt. Ich sitze jetzt hier schon relativ lange. Das liegt aber tatsächlich am FV. Wenn ich jetzt wüsste, wo der FV ist, würde ich mich tatsächlich bewegen. Aber solange das halt nicht ist, will ich mir das sozusagen noch ein bisschen verkneifen. Auch die Grille hat ja jetzt hier auch schon eine ganz schöne Agro-Posi eingenommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Leo hinter mir die ganze Zeit da ist. Ich habe da immer so ein mulmiges Gefühl. Da haben wir eine Maus. Auch sehr schade, dass die Batchet jetzt hier Richtung Hill fährt. Das habe ich einfach nicht gesehen, warum das nötig ist. Und ich weiß auch gerade nicht, warum die scheiß Panzer so rumwackeln. Aber da haben wir jetzt den FV gefunden. Und wenn der raus ist, wunderbar, haben wir hier auf jeden Fall ein deutlich entspannteres Spiel. Das ist halt, für mich ist FV immer ein Angstgegner. Das ist so ein Ding, ich bin schon so oft One-Shot geplatzt, also halt Full-Life One-Shot gewesen in so einem FV-Gedöns. Und ich weiß ja auch selber aus Erfahrung, wenn man da auf der anderen Seite sitzt, mit einem FV macht man ganz gerne mal so One-Shots. Und da ist es halt fast egal, wie viel Life man hat. Ne? Also so eine Maus, so eine IS-7, sowas ist natürlich dann halt noch safe sozusagen. Also ist nicht One-Shot, aber da sitzt man nun mal nicht drin. Jetzt hat mich jetzt hier leider der Leo höchstwahrscheinlich gespottet. Durch das Fenster durch. Da haben wir die Cobra, die mich jetzt hier beschießt.
Aber ich bin zum Glück schon wieder geschlossen, also hier unspotted. Und erzähle natürlich, dass der Leo sich da halt wieder umverlegt hat, ein bisschen ätzend. Auf der anderen Seite der andere Leo schon tot. Dementsprechend überlege ich jetzt hier, wie ich am besten vorwärts komme. Wir sehen jetzt hier auf der Minimap, dass hier doch ein ganz schön großes Loch ist. Wenn der Leo da bleibt, wovon man jetzt hier ausgehen kann, weil er hinterm Haus steht, gibt zwei Artis. Er ist ha also unter Half-Life. So diese Informationen, die sagen mir, okay, der bewegt sich nicht groß. Maus wird auch einen Teufel tun und sich hier großartig irgendwo hinbewegen. Der denkt sich, der muss hier die rechte Flanke covern. Und ich nehme jetzt hier gleich den Mut zusammen und werde jetzt hier ein bisschen vorfahren. Wie gesagt, ich habe euch die Runde habe ich euch tatsächlich mitgebracht, so nach dem Motto, achtet auf die Minimap, ne? Das hat jetzt hier alles so ein bisschen gedauert natürlich. Aber wenn ihr so ein klaffendes Loch seht, ne? Versucht sowas auszunutzen, ne? Ihr seht, alles, was auf den Hill gefahren ist, ist tatsächlich auch gerade gespottet, mehr oder weniger. Das sagt mir, es ist kein Panzer auf dem Weg nach hinten. Und so wie ich jetzt hier, also solange ich sozusagen jetzt hier aufpasse, dass mich der Hill nicht spotten kann, und gleichzeitig auch noch aufpasse, dass die Artis mich nicht spotten, bin ich relativ safe. Ich fahre auch mit Absicht jetzt hier so weit nach links, dass die Maus mich nicht sieht. Ja, also genau, dass die Maus halt mich nicht beschießen kann, sondern maximal Cobra und Leo und halt der Hill gegebenenfalls. Und jetzt kann ich mich jetzt hier sozusagen von Punkt zu Punkt ein bisschen arbeiten. Kann jetzt hier auch vorzeitig die beiden Artis rausnehmen. Ist natürlich deutlich angenehmer für die Leute, die auf dem Hill sind. Und warum ich hier jetzt so zaghaft bin, ich habe hier so eine Cobra. Und mit dem Cobra haben wir immer so das Problem, die macht doch ganz gerne 500er Kellen, also bis zu 500er. Und selbst wenn es nur Low Volts sind, der Leo muss mich dann nur einmal treffen und ich bin tot, wenn die Cobra sich komplett leer schießt, wovon ich ja dann ausgehe, wenn ich aufgehe. Dementsprechend jetzt dementsprechend, sorry, dementsprechend halt jetzt hier ein wenig vorsichtiger unterwegs. Ich weiß ja ganz genau, wo er sitzt, und zwar genau hier. Genau vor mir sitzt jetzt die Cobra, wartet darauf, dass irgendwer aufgeht. Dadurch, dass Grille und Leo auch noch nicht aufgegangen sind, ich sage das jetzt einfach so, aber ich, ja, ist auch so, Leo auf jeden Fall noch voll, weiß ich halt, dass die Cobra höchstwahrscheinlich auch voll ist, was das Magazin angeht. Dementsprechend fahre ich jetzt hier nicht einfach dämlich rauf. Ich sehe ja Minimap-mäßig und so sieht alles cool aus, auch wenn wir den Hill jetzt nicht gewonnen haben. Die Gegner haben sich da ordentlich aufgeraucht. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch genug Panzer sozusagen, als dass wir hier das dann auch noch retten können, wenn es nötig sein sollte mit dem Hill. Ja, kriegen wir da so weit nach hinten fahren, dass der Cobra mich nicht sehen kann, wenn ich schießen sollte. Aber wenn man nicht schießen kann, dann einfach direkt wieder nach vorne fahren, weil so wie der Cobra halt anfängt zu schießen, müsste er eigentlich aufgehen. Und so wie er auch nur einen einzigen Schuss rausgebracht hat, habe ich auch keine Sorge mehr, dass ich selber aufgehen könnte, weil dann reicht es nicht mehr, dass der Leo mich nur einmal beschießt. Jetzt haben wir den Cobra endlich mal auf. Ich fahre einen Meter nach hinten. Ich weiß auch jetzt nicht, warum er auf einmal aufgegangen ist. So, gezweckt ist er schon mal. So, zack. Komm. Nimm den raus, irgendeiner. Ach komm. Vielen Dank, Arti. Brauchen wir nicht drauf warten. Oh, wen haben wir denn da? Guten Tag, Konzept. Schwache Low Roll, 299. Komm, einer den Konzept jetzt hier hinter mir. Vielen Dank. Bisschen kurz hier Wegstrecke machen, währenddessen nachladen. Ich bin halt leider leer gewesen. Kann mir hier nebenbei aber noch ein bisschen Spot auf die Maus abholen. Die macht mich nicht mal auf. Okay, oh, gerade jetzt platzt auch noch der Leo. Wie gesagt, im Großen und Ganzen jetzt nicht die optimalste Runde gewesen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt oft genug erwähnt.
So von wegen, was kann man machen, wenn es keine Lights gibt, auf die Minimap achten, darauf achten, welche Leute sind aufgewesen, wo sind sie gewesen. Und dann läuft das, ne? Dann läuft das. Insgesamt war es eine stabile Runde, da konnte man auf jeden Fall nicht meckern. Zwei Kills durfte ich abstauben, 3330 Schaden machen, 1664 haben wir noch unterstützt. Dazu kommt jetzt hier das Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 und auch der zweite Platz mit 983 XP. Trefferbild kann sich auch sehen lassen, 14, 12, 10, da kann man nicht meckern und dementsprechend jetzt hier auch mit 44.243 Credits im Plus rausgegangen. Und wenn auch jetzt die Runde nicht wirklich kurz war, würde ich sagen, gucken wir uns einfach noch eine an. In der zweiten Runde sitze ich wieder und auch weiterhin im Pro Ghetto. Bin jetzt hier diesmal auf Küste. Ja, auf Küste gelandet. Und hier haben wir mal ein Matchmaking. Das sieht man doch relativ, oder ich habe das tatsächlich recht selten. Wir haben jetzt hier ein Matchmaking 9er, 10er. Keine Artis, keine Lights, keine TDs, sondern nur Heavies und Mates. 9er, 10er, habe ich glaube ich schon gesagt. Und wir sehen auch, auf der rechten Seite geht es ganz schön rund. Das heißt für mich jetzt hier direkt weg. Einfach weil also um da einmal den Werdegang zu erklären, dadurch, dass hier so viele sind und von uns so wenig, heißt das, dass das hier sehr, sehr schnell überrannt wird. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass hier diese komplette Ebene relativ zeitnah auch überrannt wird oder halt mit Gegnern stark präsent sein wird. Hier jetzt entgegenzufahren, absolut dämliche Situation. Man könnte sich jetzt, oder ne, wäre halt dämlich, da jetzt entgegenzufahren. Man kann davon ausgehen, dass die, die leben, entweder sterben oder wegrennen. Dementsprechend braucht man da sozusagen der verlorenen Flanke nicht mehr entgegenfahren. Man könnte sich halt jetzt hier auf der Map natürlich hier hinten reinsetzen. Ist ja an sich eine relativ starke Position bei der Menge. Aber sollten sie reinpushen, hat man da keine Chance. Also braucht man sich keine Illusion machen. Ich bin dann auf der anderen Seite eher ein Freund davon, dass man halt guckt, dass man die andere Flanke jetzt hier kriegt. Also jetzt hier in dem Fall die linke Flanke. Dass man die irgendwie aufräumt. Also so denke ich mir das einfach nach dem Motto, dass wenn man jetzt hier die rechte Flanke verliert, dass man halt gucken muss, dass man die andere kriegt. Weil so wie die Flanke dann hier fertig ist, haben wir wieder Potenzial, um halt nach hinten zu wirken. Wir haben wieder dann offene Panzer, die können dann wieder halt arbeiten oder wenn es halt nötig wird, auch ins Cap reinfahren und sind dann halt nicht damit beschäftigt, währenddessen hier hinten alles fällt. Halt jetzt hier noch gegen die Panzer zu kämpfen, die noch da sind. Das sollte man sozusagen so schnell wie möglich beheben. Ist jetzt ein bisschen doof, dass da hinten der VZ steht, weil der blockiert da so ein bisschen. Dementsprechend fahre ich jetzt hier gerade nicht vor, sondern halt lieber auf die beiden 50B davor. Ich finde es ein bisschen komisch schon beim Char, dass keiner von denen mich bisher aufgemacht hat. Ganz ehrlich, kann ich mir nicht erklären, wie das passieren kann. Der Busch jetzt hier vor mir kann es nicht gewesen sein, also besonders nicht auf die 50Bs. Besonders der hier hätte mich eigentlich sehen müssen und auch ganz besonders der Char hätte mich sehen müssen beim Schießen. Nicht passiert bisher. Und ihr seht auch hier das Problem, das ich am Anfang schon gesagt hatte. Mindestens, ich glaube, es sind zwei, aber mindestens ein Panzer ist hier direkt reingefahren. Zwei Stück sind auch schon wieder sozusagen hinterher. Dementsprechend die Posi zwar an sich wirklich sehr stark, aber in dem Fall einfach überrannt worden. Da hat man dann einfach keine Chance. Ich kann dir nebenbei einfach mal. Nee, nee, 50B, ich hab da. Komm mal her. Magst du nicht sterben? Oh, der war frech. Dass er mich überhaupt gesehen hat, ey. Ah, es sind zwei. Ah, okay. Es sind drei insgesamt. Auch gut. Aber wir sehen, die Lloyds hier am Cap, die halten das ganz gut. Auf der anderen Seite leider alle, die jetzt hier reingepusht sind, alle tot. Also zum Glück nur zwei gewesen. Ich sehe jetzt hier aber Type, okay, und ich, wir sind jetzt hier letzter Mann. Und ich, das hat mir in der Situation wirklich ein bisschen leid getan. Der Type ist halt einfach unfassbar langsam. Und das, was ich jetzt hier mache,
kann schnell dazu führen, dass man sozusagen den Type jetzt hier zum Tode verurteilt. Ich fahre jetzt hier einfach weg, weil ich weiß, was jetzt hier auf mich zukommt. Für mich ist jetzt sozusagen schon wieder genau andersrum. Wir haben die Flanke verloren, die sieht auf einmal deutlich besser aus. Also schnell umverlegen, gucken, dass wir die Flanke kriegen, weil wir die andere nicht hingekriegt haben. So. Bin ich jetzt aufgegangen? Nee, sehr gut. Also hinten rein, weil viel pushen ist er jetzt auf einmal nicht mehr. Weißer Fahrfehler, komm. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nee, er hat mich nicht gesehen. Wunderbar. Also Type Frontal ist immer so unangenehm. So, ihr seht, Insel tot, Type ist tot. Na, guck mal, wen haben wir denn da? Zack, zweiter 50B tot. Char ist auch weg. Easy. Man könnte sagen, wir sind den Kämpfen die ganze Zeit so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ne? Also ich bin ja weg von der rechten Flanke, als die überrannt wurde, weg von der linken, als die überrannt wurde. Aber das funktioniert halt einfach so oft. Ne? Es funktioniert einfach so oft. Auch der Type jetzt hier zum Beispiel. Ich weiß noch nicht mal, ob er mich überhaupt schon mitgekriegt hat, dass ich jetzt hier wegfahre. Ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte nicht so weit fahren müssen. Ich habe zu spät realisiert, dass der Type hier tatsächlich ganz alleine auf der Flanke mittlerweile ist. Ich hätte ihn einfach angehen können. Das ist dann aber so, so nach dem Motto, nachher ist man immer schlauer. Naja, bin dabei. Okay, er prallt ab. Objekt ist tot. Wenn die jetzt im Cap drin bleiben, haben wir ein Problem. Besonders weil die Maus da ganz alleine am Start ist. Ich habe noch ordentlich Life, die Maus nicht wirklich. Mal ganz kurz gucken, wie sieht es mit ihm aus? Er auch nicht. Also auf jeden Fall jetzt, spätestens jetzt, ist meine Zeit gekommen. Ich muss jetzt hier ranfahren, weil ich bin derjenige, der hier noch HP hat. Ich kann jetzt nur hoffen, dass der CS da mit am Start ist in irgendeiner Art und Weise. Na, ich weiß nicht, Type. Ja, wer weiß, wer da jetzt noch im Cap ist. Ich weiß, bin mir der Situation bewusst, dass mich der Cobra höchstwahrscheinlich gleich machen wird. Besonders jetzt, nachdem ich den einen Schuss rausgehauen habe, ohne Schaden. Aber mein Job ist halt jetzt hier einfach den Schaden auszuteilen und auch gleichzeitig zu tanken. So, ich bin jetzt zwar gestorben, dafür ist die Cobra auch tot, einer der gefährlichsten Gegner. Und jetzt können Maus und CS einfach mit dem Type spielen, weil auch One-Shot gewesen. Und schon konnten wir die Situation klären und wir haben gewonnen. Also ich war mir wirklich schon vorher im Klaren darüber, dass ich höchstwahrscheinlich platzen werde. Einfach weil ich mit Absicht nicht auf die Cobra geschossen habe. Aus meiner Sicht war die Cobra auch noch voll. Also als ich letzte Mal drauf geguckt hatte, war sie noch voll bei mir. Dementsprechend bin ich halt schon im Kopf dahin gegangen, dass ich lieber die beschieße, die im Cap stehen und gleichzeitig auch noch diejenigen sind, die ich mit meinem Clip töten kann. Das wäre im besten Fall tatsächlich, hätte ich den ersten nicht daneben gesenkt, einfach alle beiden anderen gewesen. Dann hätte der Cobra sich einfach auf mich entleert und Maus und CS hätten die Cobra auseinandergenommen. So ist das in meinem Kopf durchgegangen. Gut, jetzt war der Type der letzte Mann. Auch in Ordnung. Im Großen und Ganzen ist der Plan aufgegangen. Dementsprechend jetzt hier 5 Kills gemacht, 5029 Schaden rausgeprügelt. Dazu kommt die Tanksniper-Medaille für über 3, also hier die meisten Schaden über 300 Meter. Und auch noch Überlegenheitsabzeichen Stufe 1. Und noch, ich denke, bei 8000 Schaden bei der Maus ist das auf jeden Fall annehmbar, dass er hier auf dem ersten Platz gelandet ist. Ich bin auf dem zweiten gelandet mit 1061 XP. Auch hier Trefferbild gar nicht mal so schlecht. Drei Viertel mit Schaden angekommen. 20, 17, 15. Da kannst du nicht meckern. Und mit Credit Boostern und sind wir jetzt hier bei 71.430 Credit zum Schluss angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.